Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Woma Adventure. Ja, in diesem Video gebe ich euch am Anfang einen kleinen Ausschnitt von ein paar Tagen zusammengeschnitten und dann geht's ab in die Berge, in die Bergwelt und wunderbare Bergdörfer. Ja, schön seid ihr dabei und viel Spaß beim Gucken und tschüss. Nochmal 200 Kilometer weiter östlich Richtung Samsung. Und wo wir heute überall rumgekurvt sind, ich hoffe, es hat es aufgezeichnet auf Polarsteps, da könnt ihr nachschauen, den Link findet ihr unten. Jetzt sind wir unterwegs zu einem Stausee. Unter Felsen aber. Unterdessen sind wir in der Dunkelheit und rechts der Berg und da die Leuchtreklame. Ich dachte, das muss ich schnell filmen für euch. Das war unser Übernachtungsplätzchen. Unterwegs nach Samsung. So, von Samsung aus Zwischenstopp hier in diesem Hammam. Also wer in die Türkei geht, muss unbedingt mal in einen Hammam gehen. Es ist ein Erlebnis. 2,5 Stunden war ich da drin. Knapp 25 Euro hat es gekostet. Es war nicht teuer und ich bin total gereinigt, geseift, mit Kaffee gepielt und eingeölt und massiert. Es ist einfach nur toll. Kann man wirklich nur empfehlen. Also, wenn ihr mal in der Türkei seid, dann geht in ein türkisches Hammam. Unbedingt. So, Autowaschen muss auch mal sein. In Samsun außerhalb Richtung Osten unterwegs. So, das ist unser neuer Platz. 2 Nächte waren wir hier. Am Meer mit Sand und ja, ein bisschen entspannen von den Abenteuern von vorher. Delfine! So, von diesem schönen Strand fahren wir wieder weg. Es war toll, aber heiß, ganz ohne Schatten. Oh, da braucht es dann die Klimaanlage im Auto. Das ist ja brutal. So, und jetzt Sandbad am Strand entlang. Sie hat Sorge, sie kommt nicht mit, aber die läuft. So, wir müssen da uiuiui, durch Tiefsand fahren. In der Hoffnung, dass wir da rauskommen. Also ich bin in Untersetzung, dritter Gang, damit ich ein bisschen Schwung habe. So, den Reifendruck habe ich nur hinten auf 2,5 Bar, vorne habe ich es gelassen, 4 Bar. Jetzt muss ich mit dem Reifendruck wieder hoch. Sebastian brettert an uns vorbei, bloß den Schwung nicht verlieren. So, wir fahren wieder raus auf die Hauptstraße, auf dieser Holpelpiste. Es wackelt und holprig. Ja, das ist halt ein bisschen mühsam, aber links abbiegen. Gibt Schlimmeres. So, ich habe einen Übernachtungsplatz gefunden.
Holzhaufen überwunden. Es gäbe eigentlich eine bessere Zufahrt, weil ich bin zuerst abgelaufen, zum gucken, ob ich da überhaupt durchkomme. Im Humushaufen abgesoffen, hä? Jetzt kommt ein Stück Sand. So. Und eigentlich ist hier die bessere Zufahrt rechts. Aber egal, wir haben jetzt einen schönen Platz, was extrem schwierig ist da, weil alles verbaut ist. So, das war unser letzter Platz. Ich habe die letzten Tage nicht mehr gerade viel gefilmt. Wir haben einfach mal da ein bisschen entspannt. Und wir sind schon einen Tag länger da wie die anderen. Momentan sind wir schon zu dritt. Aber heute geht es weiter. Ja, Richtung Georgien, der Küste entlang. Da gibt es nicht mehr viel zu sehen. So, unsere Fahrt geht weiter. Übrigens sind wir da in Haselnussgebiet. Viele Haselnüsse, die nach Europa kommen. Die sind von hier und jetzt ist gerade Ernte. Die ganzen Berge, die ihr da gesehen habt, sind voll mit Haselnüssen. Das, was ihr da seht, das Rot-Grüne da vor uns auf dem Berg, das sind alles Haselnusssträucher. Die ganze Küste entlang, über 100 Kilometer, ist eine riesen Plantage mit Haselnüssen. So, wir sind hier in Trabzon an der Küste. Und die ganze Küste, 100 Kilometer, über 100 Kilometer, ja, gibt es eigentlich nicht viel zu sehen. Die Straße direkt an der Küste verbaut, also die Highway kann man sagen. Und jetzt stehen wir hier in Trabzon, eigentlich einen guten, schönen Platz, direkt hinter der großen Burg und das zeige ich euch jetzt. Also unterhalb der Burg haben wir ein schönes Plätzchen gefunden, da ist sogar ein Wasserfall. Und da oben ist dann die Burg. Ja, meine Burg Alkoven ist auch da. So, der Wasserfall ist eigentlich künstlich erstellt. Die blaue Röhre pumpt das Wasser hoch, da kommt es wieder runter. Weil da ist ja gar kein Berg, der dieses Wasser liefern könnte. Wir laufen einfach mal um die Burg herum, rein kann man offenbar nicht. Es gibt noch ein Aquarium, wer will, kann da hinein. Ich mache das nicht, ich sehe nicht gern Tiere, die eingesperrt sind. Also vielleicht geht es doch noch in die Burg. Wir versuchen es einfach. Vielleicht ist die Burg auch vollgestopft mit Häusern, sieht nämlich so aus. Wir sind eigentlich jetzt innerhalb der Gemäuer. Vielleicht ist es auch nur eine Stadtmauer, weiß es nicht. Also die Burg ist eigentlich gar keine Burg mehr oder da hinten hat es noch ein paar Ruinen, aber es ist zu. Es ist eigentlich ein Dorf da oben. Wir sind jetzt nach Symela hochgefahren, in die Berge, angenehm, Temperatur kühler, nicht mehr so feucht wie vorher, tropisch war es da unten. Und jetzt gehen wir ein Kloster anschauen, das in die Felswand eingebaut wurde von den Aramäern. Früh übt sich. So, 9 Uhr morgen, ich dachte, wir sind die Ersten, kann ich vergessen. Da pilgern sie schon hoch, hey, wie nach Mekka, rein in die Bude. Ja, wir sind zu spät.
Oh, ein kurzer Moment, wo keine Leute entgegenkommen, da auf die Straße, auf der Treppe hoch. Also da ist der Eingang zum Kloster. Da kommt die ganze Meute. Meine zwei Wölfe warten da unten. Nicht angeleint, ist am besten. Aber die werden immer betatscht. So, und da ist das Kloster. Und ich meine, es ist 9 Uhr und schon voll. Hey. Ja, nächstes Mal früher geht um 8 her. Ja, ich würde sagen, vor ein paar Jahrzehnten war dieses Kloster noch nicht touristisch erschlossen. Da sieht man, wie sie da überall die Fresken reingeritzt haben. Und dann hat man gemerkt, dass man damit vermutlich Geld verdienen kann. Und jetzt hat man das restauriert. So, da kommt sie, meine Lady. So, wir sind wieder runtergefahren. Hierher kommen sie mit den Reisebussen. Nachher geht es mit den kleineren Autos weiter nach oben. Und ja, alle 5 Minuten fährt ein Bus hoch. Hey, Wahnsinn. So, Nachmittag um 4 Uhr, glaube ich. Wir fahren wieder raus aus dieser Menschenmenge. Wir müssen da noch was bezahlen. Abends wäre es gratis, aber so lange wollen wir nicht warten. Und dann jetzt fahren wir den Berg hoch. Irgendwie ins Jenseits, wo auch immer. Es ist steil hoch. Hat nur etwas mehr als 1 Euro gekostet. Also ich hatte den Autotarif, da kann man nichts sagen. Also jetzt geht es da oben. 20%. Ich komme gerade so knapp im dritten Gang zurecht von 6 Gängen. Schon gefahren, rechts eine super Mauer und die Straße Katastrophe. Ich glaube, die machen sie dann jetzt irgendwann. Muss mal ziemlich Wasser runtergekommen sein. Ah, man sieht es an der Straße an. Da geht noch eine Piste links. Ja, es wird heller. Irgendwann erreichen wir die Nebelgrenze. Wenn wir Glück haben, sehen wir noch die Abendsonne. Und die Straße ist jetzt auch schon besser geworden, weil die höher sind. Wir erreichen das erste Bergdörfchen. Wir haben die Nebelgrenze passiert und da oben ist der Himmel fast offen. Und wir haben wieder Sicht. Ihr seht da, das haben wir noch vor uns. Wir sind jetzt richtig in den Bergen. Offenbar ist es passierbar, weil da kommt ein Auto entgegen. Also auch in der Türkei gibt es schöne Pässe, nicht nur in der Schweiz. Ja, wunderschön, ne? Die Berge sind schon etwas Schönes, du. Geht hoch und hoch und weiter hoch. Du, ein Vorgeschmack auf Georgien. Die Neigung ist jetzt nicht mehr so steil. Wir sind langsam oben und schauen mal, was uns da erwartet. So, auch hier leben Menschen und guckt mal an da. Die Türken sind immer am Grillen. Find das toll. Also, ich denke, wir haben über 2000 Meter. Da oben gibt es ein kleines Dörfchen. Ja, wir verstehen nur Bahnhof bei so viel Tafel. Nacht. So, die Teerstraße ist vorbei. Der Staub holt uns auf von hinten. Aber jetzt richtig Offroad. Es geht da hoch ins Dorf. Vielleicht ist da oben Sackgass. Ich habe die Untersetzung drin. Es geht so steil hoch. Ey. Bergdorf, das ist Wahnsinn, dass da oben Leute leben. So viele sogar.
So, ich glaube, wir sind so ziemlich ganz oben. Ey. Kurze Motorlüftpause hier in diesem Bergdorf. Also eine Traum. Angie Eiler beschließen, es gibt hier Dorfhunde. So, reiten das runter. Die häufige Eiler war schon wieder auf Abwägen. Jetzt muss man sie runterholen vom Berg, weil da oben gibt es nämlich einen Streunerhund. Der ist leider an der Kette, aber sie war sofort unterwegs. Jetzt jammert er, der arme Kerl. Die Eiler ist deine Straßennutte, hä? Eine Bergnutte! Ja. It's definitely fine. So, I mean, people is building somehow. They are saying that I have a very old homes. I would like to build it new. And because of the norms and regulations, they are doing it. So, wir sind jetzt in die Berghütte gegangen, weil das Wetter hat umgeschlagen. Das geht ganz schnell in den Bergen. Ein richtiger Wind, ihr seht es da. Und die haben uns jetzt zum Tee eingeladen. Tja, das ist die Gaststube, der Gemeinschaftsraum der Leute hier. Hier trifft man sie. Herrlich. Wunderschönes Dorf. Und wir sind jetzt eingeladen zum Frühstück in diesem Haus da im Zentrum vom Film. So, hier wohnen die Leute wenigstens 5 Monate im Sommer. Das ist das neue Haus, das sie gebaut haben. Da wohnt der Sohn mit seiner Frau, der uns eingeladen hat. Und hier wohnt die Mutter. So, wir sind jetzt im alten Haus. Das ist ganze 100 Jahre alt. Hier wird gekocht. Also richtig traditionell. Und man sieht, es hat hier viel Feuer gehabt. Und sogar Strom ist da, ja, wunderbar, schön altes Haus und mit dem Gastgeber und der Mutter, ja. So, Frühstück vorbei, wir wurden reich beschenkt mit Blumen und Milch und sogar noch einen Parmesan von Italien, weil die wohnen in Mailand, die zwei, darum sprechen sie auch so gut Englisch. Wir verlassen jetzt dieses Dorf und fahren zu einem Tipp, den wir bekommen haben. Ein anderes Dorf, etwa 20 Kilometer entfernt über Piste. Da vorne geht es dann rechts weg. Also überall wieder Dörfer, aber die sind nur im Sommer bewohnt. Ja, wir fahren weiter und an den nächsten Dörfern vorbei. Hier leben die Menschen in der Sommerzeit und ihre Kühe lassen sie hier freilaufen. Es gibt hier im Winter mächtig Schnee, wurde uns berichtet. Deswegen lebt man hier im Sommer in diesen hübschen, bunten Häuschen, die ganz zauberhaft wirken hier in dieser kahlen Landschaft. Also uns gefällt es hier sehr. Toll, wie das aussieht, hä? Ja, mitten in den Bergen ein größeres Dorf, zumindest größere Häuser. Und zum Moment tolle Straße. Wir leben hier in einer anderen Welt, in der türkischen Oberwelt, kann man sagen. Ich weiß, man braucht da keinen Offroad, da geht eigentlich jedes Fahrzeug. So, wunderschöner Ausblick. Die Berglandschaft ist der Hammer hier. Boah, das sieht aus, da müssen wir runter. Es ist ziemlich schmal da, sogar wir als Schweizer zittern ein bisschen meine Knie, weil das geht extrem steil runter. Und wie das aussieht, das ist der Hammer. Wow. Boah, der Hammer, hä? Bombastisch, da müssen wir durchfahren, runterfahren. Tja, ich glaube, das Dorf da unten ist unser Ziel. Und schaut euch den Berg an, was der für Farbenspiegelung hat. Ein Traum. So,
da müssen wir jetzt drüber auf der Strecke. Das sieht aus, als ob die halbe Straße ein Stück abgerutscht wäre. Aber jetzt filme ich euch mal, wie der René da entlang fährt. So, kleine Bachüberquerung. Hier wäscht es natürlich immer wieder alles aus. Frage, wie baut man aus einer Kirche eine Moschee? Also man nehme einfach einen Turm und mache ein paar Lautsprecher hin und schon hat man eine Moschee aus einer Kirche gemacht. Hier waren die Griechen also früher. So sieht das von innen aus. Tja. So, hier geht's über diese Brücke, aber das ist nur eine Attrappe. Noch eine Kirche, die so geblieben ist, wie sie mal war, als sie verlassen wurde. Die schauen wir jetzt an. So, jetzt gehen wir in die alte Kirche. Wahnsinn! Aber so habe ich es lieber, leider zerfällt sie. Wow! Wir schlagen uns jetzt irgendwie durch die Berge durch. Der Navi zeigt da überall Pisten an, aber was der Navi sagt und wie das Realistische ist, das ist manchmal ein himmelweiter Unterschied. Jetzt hoffen wir einfach, dass wir da im Dorf links wegkommen statt rechts. So, hier die nächste verlassene Kirche. Das Dach ist aber weg, eingestürzt. Tja, die Griechen waren hier mal richtig aktiv. Abgebogen, eine weniger befahrbare Piste. Der Weg ist ziemlich schmal da, aber dafür tolle Felslandschaft. Jetzt hoffen wir, dass wir hier durchkommen. Ja, die Piste ist eine richtige Herausforderung. Das wäre was für einen Traktor. Immer wieder sehr schmal. Der Fels wieder runter. Ich hoffe, wir haben das Schlimmste hinter uns. Bachüberquerung mit fast Spitzkehre. Also Wasser. Wasser hat es überall genügend. Schön langsam. Ich habe da natürlich die Untersetzung drin. Ah, dann hat man eine feinere Abstufung. So. Schild im Nirgendwo. Ah, ich glaube, das ist der Weg, den wir weiterfahren müssen. So schaut's aus. Scheiße, da ist ein richtiger Acker. Ich habe mit einem Türken geredet, beziehungsweise nicht geredet. Er meinte, da oben kommt eine Abzweigung und dann kleinste Stücke. Ich bin im kleinsten Gang. Wie ein Traktor geht er da hoch. Ey. Ja,
Ja, das ist Abenteuer pur, du. Das ist Wahnsinn. Gleich wieder so steil hoch, wieder so eine Steigung, aber die Sonne blendet, die hätte eh nicht viel gesehen. Und jetzt geht's da weiter. Oh Mann, ey. So, hier sind wir auf dieser Abzweigung, wo der Türke erzählt hat, da müssen wir rechts, das machen wir jetzt. Im eigenen Staub. Wir schlagen uns irgendwie durch die Berge, da gibt es wieder eine Abzweigung. Mal schauen, wo wir durch müssen. Hey. Also dies ist gar nicht eingezeichnet, dies ist offenbar neu. Der Navi sagt eigentlich rechts, wir sind jetzt aber links. Aber die führen da auch wieder zusammen. Ja. So wie ich angegeben habe, mehr links, aber da gibt es ja noch eine Abzweigung. So, wir haben es fast geschafft. Am Morgen sind wir da auf der anderen Seite durchgefahren, weil wir fahren nicht gern den gleichen Weg zurück. Jetzt sind wir das Risiko eingegangen, sind diesen ganz schmalen Pfad, aber es hat sich gelohnt. Ja, das war jetzt eine geile Piste. Ich glaube, die größte Herausforderung von mir bis jetzt mit diesem neuen Auto, nicht insgesamt, aber doch einfach schön hier oben, muss ich sagen. Und auch nicht so heiß, mediterran, es ist schön angenehm warm, es windet zwar immer wieder, 20 Grad. Müssen wir da hoch, wo die Häuser sind, da gibt es eine Straße rechts rüber, aber da hat es von hierher keine, wir müssen da ganz links weg am Hang entlang. Rundherum. Ganz schmale Stelle. Aber der Wendekreis von diesem Fahrzeug ist der Hammer. Wieder ein Bächlein. Das heute ein Offroad-Tagesausflug, weil wir ziemlich am gleichen Ausgangspunkt wieder zurückkehren. Die Topstraße kann ich ein bisschen schneller fahren auf der Hauptpiste und die ist richtig breit. Schmeckt der Chai? Ja, aber ich kann davon nicht schlafen. Okay. Ja, der macht gut. Wieder zum Tee eingeladen und jetzt fahren wir weiter. Draußen weht ein Sturm extrem. Da links hat es ein Nebelmeer, also unterhalb ist wohl ziemlich viel Nebel und wir suchen jetzt irgendwo einen Schlafplatz, wo es nicht so wind. Wir sind immer noch auf der gleichen Piste wie heute Morgen, einfach umgekehrt. Da sehen wir nochmal die Sonne. Wir sind jetzt ziemlich hoch, langsam ab. Ja, überall hat es da ihre Hütten da. Ein Bergdorf. Ja, und es dunkelt langsam ab. So langsam müssen wir irgendwo einen Platz finden oder uns entscheiden. So, wir haben einen Platz gefunden und wir wollten ja da unten übernachten und dann ist da noch ein Engländer da. Und er hat schon für uns gekocht. Er hatte dieselbe Idee wie wir und ja, jetzt haben wir ein bisschen Gemeinschaft. Das war es wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer Daumen hoch. Nächstes Video geht es weiter in der Bergwelt. Fantastische Bergwelt in Anatolien. Ja, bis bald und tschüss.